Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier der Marsch. Ich werde jetzt Feld Nummer, ich glaube 5 düngen. Ja, 5. 6. 6. Das heißt, Kursgenerierung. 6. 1. Generierung. Dann haben wir 5 noch, die 4 ist bei und wir pressen aktuell Silageballen auf 23 und auf 25 wird noch gemäht. Und einstellen. Hier ein bisschen, ne, gefuscht, wie ausgesehen. Naja, doch ziemlich groß. So, hier ist halt dabei. Weizen für, ja, Brauerei. Jetzt suche ich meinen LKW. Entlassen. Dem gehst du nachher rüber auf 24 oder 25. Erstmal runter vom Acker, ne? Wir müssen Ballen sammeln. Das machen wir gleich. Ein paar Stück jedenfalls. Ja, das ist schon wieder 20.12 Uhr. Wollte eigentlich schon fertig sein. Aber die Folge und weitere drei, dann habe ich die ABLS fertig. Da bin ich gut im Plan, in Anführungszeichen. Ne? Naja, Stress habe ich sowieso nicht. Das ist ja ein Spiel. Das ist ja reine Freude am Spaß. Sonst würde ich ja nicht machen. Ne? Aber ich setze mir ein bisschen Ziele und möchte ein bisschen gucken hier im Livestream. Ich schaue auch mal selber, ne? So ist das nicht. Hatten schon mal bei der Marsch rein und bei der Matchmap. Aber wie gesagt, heute ist es wichtiger, dass ich mir hier meine eigenen Folgen fertig bekomme. Ne? Also die Folge und weiter drei, damit wir schaffen, dann ist es auch 9. Dann ist es ungefähr heute man soll geschafft. Vielleicht noch heute Nacht zerren durch die, je nachdem wie müde ich bin. Ansonsten mache ich das morgen Nachmittag. Ja, bearbeiten eine Folge für Montag und dann Rest am ja, Montag und Dienstag und so. Ne? Ist ja nicht ganz so dramatisch. Nur wenn sehr viele Folgen sind, dann ist es ein bisschen. Dann wird es hektisch, ne? Weil YouTube braucht ja auch ein bisschen zum Verarbeiten. Oder ist eine, achso, die Anfangsbahn, na gut. Vielleicht sag ich mal nach, mal sehen. Wie ich das schaffe. Aktuell ist ja so, dass ich Stress kann man nicht sagen, aber halt viel Arbeit haben, ne? Also soll ja alles gemacht werden. Ich überlege auch, ob ich die Wiesen einfach so lasse. Gut, die Stellen, wo das Gras oder Getreide ist, mal nachpflanzen, dass das auch da Gras wächst. Oder ich mache hier mal Vermehrungsgras rein, ne? Wäre auch so eine gute Option, ne? Erst Saatkörner herstellen und dann noch Gras zu Ballen pressen. Obwohl ich persönlich finde das ein bisschen, naja, wenn ich Gras ernte als Grassamen, dann ist die Kraft aus der Pflanze raus. Ja gut, man kann sicherlich als Futter verwenden, aber ist halt nicht das, was sich viele unter energiehaltige Nahrung sich vorstellen. Ne? Also Hochleistungskühe, die brauchen was Hochwertiges, kann man sagen. Ne? Ja, das ist gut zum Beimischen für Mischfutter und so, kann man sicherlich nehmen, aber wie gesagt, man muss da gucken, dass man also gerade bei Milchkühe, wenn man jetzt die Kühe nimmt, die gerade aktuell trocken sind, die jetzt Kälber kriegen, selbst keine Milch produzieren müssen. Und da kann man es vielleicht machen, dass man da sagt, okay, die brauchen ein bisschen weniger Energie. Das ist dann eine schonende Ernährung. Aber wie gesagt, Kühe mögen ja eigentlich am liebsten frisches Gras, ne? Also der Weide. Im Winter geht es nicht oft nicht anders. Da ist, ja. Da machen wir halt, ne? Heu, ne? Normalerweise. Das ließ sich immer schon gut lagern. Ich weiß doch, bei uns früher zu Hause, im Privaten,
Da bekamen die Rinder Futterrüben, klein geschnitten, also gehackt. Aber vorher schön sauberlich geputzt, ne? Dass da kein Dreck da war, also kein Sand und sowas. Da gab es das Futterrüben dazu. Bei der LPG habe ich es aber nie gesehen. Da gab es höchstens mal Silage und Heu. Ein bisschen Getreideschrot, ne? Aber Getreideschrot nur in kleinen Mengen. Das Verdauungssystem für Kühe eigentlich zu energiehaltig. So. Die drei noch. Ein noch. Dann haben wir voll. Wahnsinn. Hier kommt schon viel zusammen. Ne? Da ist so ein bisschen was. Und da kommt auch zusammen. So. Können wir da leicht düngen hier. Beide Wiesen, ne? Können wir jetzt aufpassen, dass ich kein Gras in die BGH kippe oder abstelle. Das ist ja hier noch Gras, ne? Aber halt große Mengen, ne? Entschuldigung. Schluck auf. Wie gesagt, ein bisschen zu viel gegessen. Ja, morgen Mittag kochen, ne? Das ist ja auch so eine Arbeit, die eigentlich sein muss. Weil persönlich mag das fertig gekocht eigentlich nicht. Also Fertiggerichte und so. In Ausnahmefällen ja, aber im Großen und Ganzen, wenn ich Zeit habe, nutze ich mir eigentlich, koche ich lieber selber. Das schmeckt ganz anders. Weil die Fertiggerichte haben alle irgendwo den gleichen Geschmack. Weiß ich, dieselben Gewürze oder dieselbe Menge. Weil die alle irgendwo industriell vorgefertigt sind. Ne? Das ist schlecht. Ja, das könnte aber zu Heu werden. Ne? Ob ich hier nochmal schwatten werde? Könnte man machen, ne? Das bisschen kommt ja was zusammen, ne? Aber das ist ja auch ein Haufen Arbeit. Und der Rest ist hier in der Mitte ist ja nichts, ne? Lohnt sich eigentlich gar nicht. So. Ich habe noch kein Angebot gesehen für einen PC mit der 3080. Ich bin enttäuscht. 2080 brauche ich kaum, die habe ich. Und wenn ich die Preise sehe für die 2080 und für die 3080, wenn ich nur eine Grafikkarte kaufen wollte. Betone, wenn nur. Dann würde ich auf Nivea gehen und da kaufen. Weil da kostet nur 700 Euro. Gut, lass doch Steuer hinzukommen. Das mag noch sein, dass Steuer, also netto dasteht ohne, oder brutto ohne, nee, netto. Ohne Steuer, das kann sein. Aber die anderen sind ja im Schnitt um die 150 Euro teurer, ne? MSI oder sowas, das ist. Kann ich persönlich nicht verstehen, warum das da teurer ist. Ich meine, gut, eine hohe Nachfrage steigen die Preise. Ne? Das ist ja dann ja logisch, ne? Aber naja. Ich möchte eigentlich ein Gesamtsystem. Oh, der Tank ist ja fast leer. Und das ist gut. Nicht gut. Dann muss der nächste hochfahren und voll tanken. Oder Tankstelle geht auch. Dieselproduktion wollte ich noch machen. Aber wie gesagt, Geld aktuell. Müssen wir schauen. Habe ich hier im Lager? Weiß ich gar nicht jetzt genau. Liefer jetzt mal Gerste hin, also Weizen. Hopfen habe ich mal einen Granschub gekauft. Deswegen habe ich so wenig Geld.
Aber das nächste Geld kommt mit der Silage eigentlich wieder. Also von der eigenen Ernte. Und ansonsten Produktion, ne? Die Ballen haben eigentlich schon Silage. Und jetzt geht's rüber zu 23. Wir haben auch ein paar. Müssen wir auch düngen, ne? Gleich geht los. Düngen. Ja. Zuckerfabrik kommt hierher. Irgendwie. Müssen wir näher anschauen. War. Waren sind noch zu pressen. Aber noch reicht Geld nicht. Da muss ich mal sehen, dass ich Geld habe dafür. Muss sogar schauen, dass ich bald mal das Holz rechts Säge wegfahre, weil da muss ich auch bald Paletten werden alle. Ja, mehr oder weniger. Da muss ich die Produktion erhöhen. Habe auch schon Holz gekauft dafür. Ist aber teurer, ne? Also Zeit habe ich wenig Zeit, ne? Jetzt kommt die bald die Ernte und ist bald vorbei mit Holz. Und der eigene Wald ist noch nicht gewachsen. Ich bin nicht hoch genug, ne? Denn im eigenen Wald hast du doch größere Bäume und hat denselben Aufwand. Ja, mehr Holz, ne? Einer ist fertig. Müsste eigentlich der sein mit Düngen. Dann gehst du gleich für 4? Nee. Das ist Kursplay, das kann ich. Das ist doch 4. Dann gehst du auf 5. Du, ne? Fahren, ne? Gehen ist gut. Der nächste ist fertig. Das ist gut. Dann kann er gleich bei der Wiese düngen. Volles Programm. Müssen wir auch, weil wir müssen Gas geben. Hopfen wird noch zu wenig sein, ich halte immer so fest. Also, ja. 66 ist ziemlich teuer, also von daher geht das erstmal nicht. Flacke. Ist aber minimal. So, dann müssen wir nächsten Feld. Hier sind ein paar Bäume. Aber wie gesagt, wir haben für praktisch keine Zeit. Welches Feld war das? War es hier oder das nächste? Ich glaube hier rechts. Mit dem Graben, ne? Da, der andere ist hier oben. Wenn wir gleich mal die Wiesen düngen. Das könnte auch derjenige sein. Die gerade nicht wohl Maximum, das ist der da oben. Die Mähen sind Quatsch hier, Mackerson Ferguson. Eine Hauptmarke. Warum weiß ich auch nicht? Ach, weil sie anfangs recht billig sind und eigentlich genug PS haben. So, Kursgenerierung 5, bisschen größer wie die 4. 6. Die 4 ist noch kleiner. So. Einstellen. Wieso ist er da? Ach so. Ich wollte gerade sagen, wieso ist er nicht gedüngt? Das ist schlecht. 11.000 müsste eigentlich reichen.
So, entlassen. Zur Wiese. Zur Wiese, Nummer 36. Dann noch die 23. Und wir haben voll zu tun, ne? Geht's hier rüber? Bin mir nicht ganz sicher. Da Straße, aber kein Kran. Ich weiß nicht auf der Seite. Auf die Nase. Gib Geld, hier im Spiel nichts. So. Fahren wir noch rüber schnell, ne? Fleisch müsste man auch noch ein Sortiment haben, glaube ich. Wie gesagt, Milchproduktion, das läuft noch ganz, ganz gemütlich. Milch ist voll. Wahnsinn. Heupellets können wir auch noch fahren. Also Heu. Hier ist Düngemittel, bevor wir heute Nacht, nächste Nacht vom Ziel wächst, ne? So, ja, gleich mal. So, liebe Zuschauer, das soll es ja auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss. Und ciao. Ja, morgen geht es hier weiter in, ja, in der Marsch. Bei der Touring gesagt. Aber es ist Wiese, ne? Ja, und dann geht es da weiter und wir werden dann weiterhin düngen und noch Gras mähen und Ballen fressen. Und mal Tschüss und bis dann und ciao, bis dann. Tschüss.